gerne ansprechen. Und das Zweite, was ich noch mitteilen wollte, ist eine Aktion, die wir vom Zukunftsmodul gemeinsam mit der Universitätsbibliothek und auch unter der Schirmherrschaft unseres Vizepräsidenten für Studium und Lehre machen, nämlich unseren Adventskalender. Und genau, dort kann man einfach diesen Code hier oben scannen oder auf die Webseite der Universitätsbibliothek gehen. Und dort findet man jeden Tag ein Türchen mit einem kleinen Video von einer Person hier von der Universität, die dann kurz über die verschiedenen, über ein bestimmtes SDG etwas erzählt und genau, und ihre Arbeit in dem Bereich vorstellt. Und das geht natürlich ab dem 1. Dezember mit dem ersten Türchen los. Genau. Heute in der Vorlesungssitzung begrüßen wir Dr. Andreas Frings. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im historischen Seminar. Und genau, er studierte osteuropäische Geschichte, Slawistik und Rechtswissenschaft an der Universität in Mainz und an der Universität in Kasan in Russland. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschichte Russlands sowie im sowjetischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert, in der Wissenschaftstheorie und er beschäftigt sich auch mit der Geschichtsdidaktik. Zudem hat er auch schon einige Veranstaltungen mit dem Thema Klimawandel durchgeführt im Rahmen von verschiedenen Projekten hier an der Universität in Mainz. Und er hat auch den Arbeitskreis Historians for Future gegründet. Und ja, ich begrüße Sie heute recht herzlich bei uns in der Vorlesungssitzung-Reihe und freue mich auf einen schönen Vortrag. Und wir starten wie immer mit unserer Reise. Vorlesung genannt begonnen. Deshalb weißt du bereits, dass ich dich auf Reisen durch die Zeit mitnehmen kann. Du weißt auch, dass du dafür nichts weiter tun musst, als dein Handy beiseite zu legen und es dir so gemütlich wie möglich zu machen und deine Augen zu schließen. Also, komm mit, mach jetzt deine Augen zu und lass uns auf eine Reise gehen. In der letzten Woche hast du einiges über die Wirtschaft der Zukunft gelernt. Du bist tiefer in den Kreislauf eingetaucht, der alle Produkte aus sich selbst heraus immer wieder neu hervorbringt. Du hast erfahren, dass die Menschheit alles dafür getan hat, damit Arbeit überall nur noch unter menschenwürdigen Bedingungen geleistet wird. Du hast Instrumente wie Emissionspreise und Emissionszertifikate kennengelernt, mit denen die Kooperation aller Marktteilnehmer für das Wohl der Erdbevölkerung und ihrer Nachfahren sichergestellt wurde. Und wenn du weiter als nur bis zur letzten Woche zurückdenkst, dann fällt dir ein, was du in so kurzer Zeit schon gesehen, gehört und gefühlt hast. Erinnere dich einen Moment. Das Jahr 2100, die ferne und doch greifbare Zukunft. Ehe du dich versiehst, drückst du schon wieder den Anschalter deiner Zeitmaschine. Dieses Mal scheint sich die Welt um dich herum plötzlich zu verdichten, sich zu verlangsamen und zu stauchen, bis alles auf einen Punkt direkt vor dir komprimiert ist, einsam, in völliger Dunkelheit. Du näherst dich und musterst die kleine, schwebende Kugel, deren Hülle schimmert, wie Reflexionen auf einer Seifenblase. Als deine Finger die kalte Membran berühren, ist es, als ob alle deine Sinne gleichzeitig völlig ausgelastet sind. Du ziehst deine Hand zurück und findest dich an einem seltsamen Ort wieder. In einer Halle aus Türen, eine neben der anderen, so weit dein Auge sehen kann, in jeder Richtung. Zwischen ihnen erhellen winzige Lichtpunkte die Dunkelheit. Sie entstehen aus dem Nichts, strahlen und vergehen. Du greifst nach einer der Türen und trittst hindurch. Es ist der 15. Juli 1995 in Chicago
und du bist in einer unglaublich heißen, kleinen Wohnung. Die Luft ist feucht und drückend und selbst durch die geschlossenen Vorhänge spürst du, wie sehr die Sonne brennt. Draußen wütet die schwerste Hitzewelle, die die Stadt je erlebt hat, aber ganz sicher nicht die schwerste, die sie noch erleben wird. In einer Ecke des Zimmers läuft ein Fernseher und du blickst fassungslos auf die Nachrichten. Ausfälle der Trinkwasserversorgung, lokale Zusammenbrüche des Stromnetzes, andernorts Menschen, die Hydranten aufbrechen, um an Flüssigkeit zu kommen. Bilder von flirrender Luft und gnadenloser Sonne. Du siehst ein Interview mit einer alten Frau, deren Mann an Hitze gestorben ist. Im Anschluss sprechen sie davon, dass hunderte andere ebenfalls gestorben sind. Ein Dachdecker, ein junger Mann, der in seinem Auto gefunden wurde, eine Frau, die Essen an Bedürftige verteilt hat. Du erträgst diesen Moment nicht mehr und gehst zurück durch die Tür, aus der du gekommen bist. Jetzt bist du in einem dunklen Saal. Er ist nicht voller Türen, sondern voller Sitzplätze. Und ganz vorne auf der Bühne siehst du ein bekanntes Gesicht. Es ist der 28. November 2101. Und wie es scheint, bist du in eine Vorlesung geraten, die eben jene Wissenschaftlerin hält, der du schon so oft begegnet bist. Der Hörsaal ist so voll, dass Menschen stehen und andere auf den Treppen sitzen. Du suchst dir einen Platz, um ein wenig zu lauschen. Und vergessen Sie bitte nie, dass die Klimakrise mit den anderen großen Herausforderungen verwoben war und ist. Eine der hartnäckigsten in dieser Hinsicht ist die soziale Ungleichheit. Der Fakt, dass die menschliche Gesellschaft über die allermeiste Zeit ihres Bestehens so aufgebaut war, dass viele nur sehr wenig bis gar nichts hatten und einige wenige hingegen lächerlich viel, mag Ihnen vielleicht fremd oder absurd vorkommen, aber genau so war es. Noch in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts sind täglich Menschen und Kinder an Hunger und Unterernährung gestorben, obwohl dieser Planet uns doch alle ernähren kann. Als wir noch nicht so angepasst an die Hitze waren, sind jeden Sommer weltweit unzählige Menschen an den Folgen der Hitze verstorben und Millionen andere hatten mit den Folgen unserer Umweltverschmutzung zu kämpfen. Und wen hat es vor allem getroffen? Die, die wir schon damals am meisten hätten schützen sollen. Die Ärmsten, die Kranken, die Alten, die Kinder, eben jene vielen, die doch scheinbar nicht genug hatten für kühle Wohnungen, Klimaanlagen, Gesundheitsversorgung oder andere Schutzmaßnahmen. Und jetzt fragen Sie sich natürlich zu Recht, wie hat es die Menschheit da herausgeschafft, aus dieser über Jahrtausende gewachsenen Misere? Gut zu hören, das ist klausurrelevant. Mit genau der allumfassenden Kehrtwende, von denen ich Ihnen schon die ganze Vorlesungsreihe lang erzähle. Einer Wende hin zu den erneuerbaren Energien und zu einer pflanzenbasierten, ökosystemschützenden Ernährung. Und zwar eben nicht nur, weil man soziale Gerechtigkeit auf einem überhitzten 3-Grad-Planeten gar nicht herstellen kann, sondern auch, weil genau diese Konzepte es sind, die günstig genug Nahrung und Elektrizität für uns alle liefern können. Aber wenn man soziale Ungleichheit überwinden will, dann ist das erst der Anfang. Im letzten Jahrhundert schaffte die Weltgemeinschaft so vieles, dass sie zum Glück heute für selbstverständlich halten. Medizinische Versorgung für alle, Krankenversicherung für alle, Rentenversicherung für alle, Zugang zu Sanitäreinrichtungen für alle, Schulbildung für alle und ein gerechtes Steuersystem, in dem sich alle verhältnismäßig beteiligen, um all das zu finanzieren. Ganz zentral ist hier der Punkt Geschlechtergerechtigkeit. Dazu sage ich in einer weiteren Vorlesung noch einmal mehr. Sie wissen genauso gut wie ich, dass es auch heute noch soziale Ungleichheit gibt. Doch dank klugen und vorausschauenden politischen Handlungen damals ist die Situation so viel besser als jemals in der Geschichte der Menschheit. Den Punkt, an dem all diese positiven Veränderungen gerade noch rechtzeitig so richtig in Fahrt kamen, identifizieren wir heute in den 2020ern. Vielleicht war es die gesteigerte Verbundenheit aller durch die digitalen Netze. Vielleicht war es die Bildungsexpansion. Vielleicht war es etwas völlig anderes oder all das zusammen. Aber in den 2020ern fingen wir endlich an, Empathie für alle Menschen zu haben. Mitgefühl, nicht nur für unser Gegenüber und die, die uns nah sind, sondern auch für die, die anderswo nach einer Freiheit riefen, die wir vielleicht schon längst hatten
oder die, die unter dem leiden mussten, was wir damals mit unserer Freiheit getan haben. Wir blickten genauer als jemals auf unsere Mitmenschen und erkannten nichts anderes als uns selbst in ihnen. Vielen Dank. Wir sehen uns nächsten Montag. Du versuchst, dich durch die Masse der Studierenden zur Bühne zu drängen, um die Wissenschaftlerin zu fragen. Einfach zu fragen, was gerade passiert ist. Doch im Strom aus Menschen spürst du noch eine andere Kraft, die dich zurückzieht in deine Zeit, in die Gegenwart, und mit einem Blinzeln erwachst du im Jetzt. Augen auf. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe, dass Sie mich verstehen können. Ich habe so ein Mikro, das irgendwie hinter mir klemmt, und ich weiß nicht, was Sie hinten hören. Ich würde Sie kurz um ein Handzeichen bitten. Ist das hinten? Vielen Dank. Alles klar. Ich bin Andreas Frings und ich darf Sie heute besuchen mit einem Vortrag mit einem etwas wirren Titel. Klimawandel gab es schon immer und im Mittelalter war es wärmer als heute. Fragezeichen, Klimageschichte und soziale Ungleichheit. Eine historische Perspektive, was erwartet Sie heute Abend? Ich würde zum einen darüber sprechen, wie Historikerinnen und Historiker zum Thema Klima kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Klima ist für die Geschichtswissenschaft immer noch ein randständiges Thema. Darüber kann man lange jammern, aber zunächst mal konstatieren, dass das so ist. Ich werde darüber sprechen, was Klimageschichte trotzdem für HistorikerInnen so schwierig und so notwendig eben auch macht. Und wie sich Klima in sozial ungleichen und vielleicht auch anders ungleichen Gesellschaften auswirken kann. Und werde das tun, indem ich einige Facetten zum Thema Geschichte und Klimawandel aufgreife, an einigen Beispielen zeige, wie Klimageschichte in sozialen Ungleichheiten wirkt, und werde dann auch noch Epidemien einbauen, weil, das haben Sie auch schon bestimmt in den letzten 2 Jahren häufiger gehört, auch Epidemien durch Klimawandel oder auch Biodiversitätsprobleme mit getriggert werden können. Das ist ein menschheitsgeschichtliches Phänomen, dass Epidemien immer schon auch umwelt- und klimahistorisch bedingt sind, und das alles in 45 Minuten. Das ist heute Abend sozusagen der organisierte Größenwahn, und das Einzige, was ich heute leisten kann, ist in 45 Minuten erfolgreich scheitern und Sie dann vielleicht mit einer ganzen Reihe von guten Ideen nach Hause schicken zum Weiterdenken. Ich werde, damit das überhaupt geht, in Thesen arbeiten. Das macht es für mich ein bisschen leichter. Und ich werde mit einem gerade aussterbenden Medium arbeiten und häufiger Twitter einblenden. Das gehört auch in den Kontext Biodiversitätsverlust. Und bewege mich dabei sozusagen quer durchs klimahistorische Gemüsebeet. Ich fange also nicht in der Antike an und gehe bis in die Gegenwart, sondern ich springe quer und versuche das so zu tun, dass bestimmte Punkte, die ich gerne setzen möchte, deutlich werden. Es gibt keine große Synthese. Es gibt ein Buch mit gewissen Schwächen, aber es gibt eben noch keine gute Synthese dessen, was ich ansonsten heute hätte vortragen können. Erste These: Wir brauchen Historians for Future. Wir haben in Mainz so einen Arbeitskreis gegründet, das steht hier auch auf meinem Hoodie. Und das wurde noch vor der Pandemie auch gefordert auf Twitter. Da schrieb jemand, klar, Historiker beschäftigen sich mit der Vergangenheit. Wo bleiben die Historians for Future? Und dann schrieb ein neues Netzwerk, Historians for Future, hier sind wir. Daran sieht man erstmal was Positives und Ermunterndes. Das ist in Gang gekommen. Das ist übrigens nicht das erste Netzwerk. Das erste gab es 2006 mit einem britischen Historiker, Mark Lewin aus Southampton, das nach ein paar Jahren aber im Grunde ermüdet nicht mehr weitergearbeitet hat, weil das einfach zu wenig Resonanz fand. Dieses Netzwerk zeichnet sich nun auch dadurch aus, dass es junge, enorm ambitionierte, motivierte Kolleginnen und Kollegen sind, die sehr darunter leiden, dass sich so gut wie kein renommierter Historiker diesen Netzwerken anschließt. Also um das mal im Fach einzuordnen, das sind häufig Versuche von jungen oder eben nicht Mainstream-basierten Historiker und Historikerinnen, sowas in Gang zu setzen. Jetzt zu meinem eigenen Weg, und ich fange mit einem Geheimnis an, von dem ich nicht weiß, ob Timo Graffi das abgesegnet hätte.
Timo kam auf mich zu, ob ich irgendwie auch was Historisches machen könnte. Ich habe ihm erzählt, was ich machen kann. Und dann gab es die heikelste Frage des Abends. Das würde thematisch sehr gut passen. Es wäre nur wichtig, dass Sie dann noch die Brücke zu den Zukunftsvisionen schlagen würden. Da konnte ich als Historiker nur sagen, schade, das habe ich nicht gelernt. Ich kann nur Vergangenheit, mit Zukunft tue ich mich schwer. Das nur noch als weitere Herausforderung für das, was ich heute Abend eigentlich leisten soll. In der Lehre ist mein Weg ungefähr dieser. Ich habe im ersten Pandemiesemester im Sommer 2020 ein frühneuzeitliches Seminar Kulturgeschichte von Wetter und Klima in der Kleinen Eiszeit angeboten. Zur Orientierung, die Kleine Eiszeit, also würde ich ansetzen mit den 1560er, 1570er Jahren bis etwa 1850. Andere Historiker, Historikerinnen gehen ein bisschen weiter zurück. Aber sagen wir mal grob, die frühe Neuzeit, also irgendwas zwischen Reformation und der irischen Kartoffelkrise, so ganz grob. Und diese Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie in den Jahresdurchschnittstemperaturen etwas kühler war, dass die Sommer kürzer waren, dass es auch im Sommer zu Frösten kommen konnte, dass die Winter sehr kalt waren, die Vegetationsperioden kurz und so weiter. Dieses Seminar habe ich im Sommer 21 nochmal wiederholt, weil sich das auch thematisch gut eignet für die Art von Online-Seminar, die wir in dieser Zeit halten mussten. Das hat also noch diverse andere Aspekte. Aber auch, weil mir in dem Kontext klar wurde, dass Klimageschichte ein Feld ist, um das wir uns mehr kümmern müssen. Im Sommer 21 habe ich auch mit einer Kollegin Pia Nordblom zusammen eine Studierendengruppe von Mainzer und Glasgower Studierenden betreut im Kontext des Scotland Hubs der Uni Mainz, digital standortübergreifend zum Vulkanausbruch Tambora 1815 und dem sogenannten Jahr ohne Sommer 1816. So eine Erfahrung eines Jahres, in dem weltweit die Sonne nicht zu oder kaum zu sehen war. Es wird weltweit erinnert als das Jahr ohne Sommer. Und wir haben mit dieser Studierendengruppe über die Resilienz lokaler Gesellschaften rund um Mainz, rund um Glasgow nachgedacht. Und das ist in der Online-Ausstellung gemündet, die auch noch im Netz steht. Und im Winter 2021/22 haben wir dann, also ein Kollege, Tobias Hof und ich, den Arbeitskreis Historians for Future gegründet, der immer noch aktiv ist und wo schon die erste Generation sozusagen Abschlüsse macht und schon die nächsten nachrücken. Und das macht Mut, dass es weitergeht. Und das vielleicht nur als Ergänzung. Ich bin auch nicht seit der allerersten, aber seit den frühen Demos in Mainz auch mit dabei. Es gibt also auch sozusagen eine politische Komponente, um das Bild einfach vollständig zu machen. HistorikerInnen tun sich mit dem Thema aber aus vielerlei Gründen schwer. Und ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Zum einen mit der aktuellen Vorsitzenden des Verbandes der Historiker, Historikerinnen in Deutschland, Eva Schlothäuber, Mediävistin, die in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung im November 2019 gesagt hat, und zwar explizit zur Klimafrage: Gesellschaften hatten schon immer ihre Schreckensvisionen in jeder Zeit. Die aktuellen Herausforderungen fühlen sich für jede Zeit groß und unbewältigbar an. Hier kann Geschichte Mut machen, denn sie ordnet Ängste der Gegenwart ein. Am Ende ist der Weltuntergang bis jetzt ausgeblieben. Die Menschen konnten sich retten durch Anpassung, Technik, neue Regeln des Zusammenlebens. Das kann man jetzt kritisch sehen und sagen, naja, sie redet sich die Krise schön, es ist doch alles viel schlimmer. Genauso könnte man sagen, das klingt ja fast wie die Traumreise, die wir eben gemacht haben. Vielleicht gelingt das ja alles wirklich und wir können uns anpassen. Ich weiß nicht genau, was Frau Schlothäuber sagen wollte. Was ich in dem Moment gelesen habe, war, es ist alles nicht so schlimm. Menschen haben das immer schon geglaubt, dass das Ende bevorsteht. Und dann ist das halt, unser Ende ist halt jetzt das Klimaende, aber auch das wird abgelöst durch ein anderes. Und da, glaube ich, kommen wir an einen kritischen Punkt, den ich heute auch noch häufiger aufgreifen werde, nämlich die Frage, ob Historiker, Historikerinnen überhaupt gewappnet sind, sich mit diesen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Zweites Beispiel ist der Saarbrücker Frühneuzeithistoriker Wolfgang Behringer. Der hat als einziger bisher eine Gesamtdarstellung der Klimageschichte vorgelegt, die Kulturgeschichte des Klimas von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, in vielen Auflagen inzwischen erschienen. Und er macht da auch einen politischen Schlenker und redet dann über Menschen, die sich klimapolitisch engagieren und nennt sie Apokalyptiker, Priester des Bestehenden, die Umweltsünden anklagen, Ideologen der Schuldkultur. Und er wagt dann den Ausblick, dass Abkühlung das eigentliche Problem sei, Erwärmung aber oft kulturelle Blüten nach sich ziehe. Wir würden Heizkosten sparen und weniger fossile Energie verbrauchen, weil es dann ja wärmer ist und wir nicht mehr so viel heizen müssen.
An der Stelle würde ich sagen, Wolfgang Behringer hat zumindest einen Teil des Problems, das er als einziger aufgegriffen hat als Historiker zu diesem Zeitpunkt, eigentlich nicht so richtig verstanden. Und das ist interessant, da hat nämlich ein Nicht-Historiker energisch Widerspruch geleistet und das ist ein ganz berühmter Mensch, Hans-Joachim Schellnhuber, Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der sich in einem Buch, Selbstverbrennung, ein sehr dickes Buch, wer das mal in der Hand hatte, kennt das, das vergisst man nicht mehr, schreibt, Behringers frohgemutes Resümee halte ich für überaus gewagt. Und dann der letzte Nebensatz, da sich hinsichtlich der gesellschaftlichen Wirkung der künftigen Erderwärmung nur schwerlich geschichtliche Analogieschlüsse ziehen lassen. An dem Punkt würde ich sagen, war Schellnhuber als Nicht-Historiker weiter als die Historiker in der gleichen Zeitschiene, denn das ist genau ein Kern des Problems für unser Fach. Okay, was können wir beitragen? Ich will das an ein paar Beispielen deutlich machen und versuchen, das ein bisschen aufeinander aufzubauen. Erster Punkt, wir können pseudohistorische Mythen und Rechtfertigungsstrategien entzaubern. Und ich habe so eine Strategie dabei und hoffe, dass das mit dem Touchscreen klappt oder mit diesem Gerät. Und jetzt, im Notfall müsste Timo mir helfen. Wie bringe ich das Video zum Laufen? Und auch beim Klimawandel muss man das sagen, wobei auch das Wort schon interessant ist. Bis jetzt hat es ja geheißen Klimaerwärmung, jetzt heißt es Klimawandel. Also offensichtlich, es gibt ja viele Wissenschaftler, die das bestreiten, dass eine Veränderung, sagen wir es jetzt einmal so, des Klimas durch den Menschen überhaupt möglich ist. Ja, vor 2000 Jahren war die Temperatur um 2 Grad wärmer wie heute. Genau, also Sie merken, da sind so 2, 3 Dinge drin, die man in verschwörungstheoretischen Milieus häufiger hört. Und das ist eben eine ZDF-Dokumentation, dreiteilig über Verschwörungswelten. Der eine Mythos ist, das Klima hat sich immer schon gewandelt, darauf werde ich gleich eingehen. Natürlich hat sich das Klima immer schon gewandelt, aber was heißt das? Und der zweite Punkt ist, früher war es sogar schon wärmer als heute. Auch darauf will ich kurz eingehen. Erster Punkt, das Klima wandelt sich schon immer. Stimmt das? Klar, natürlich. Das ist so eine Kurve, die zurückgeht bis etwa 700. Und was man da sieht, sind so globale Durchschnittstemperaturen, die von unterschiedlichen Teams errechnet worden sind. Und man sieht, dass die Modelle und die Rechnungen ein bisschen auseinandergehen. Das ist nicht überraschend, weil das immer statistische Arbeiten sind und die mit unterschiedlichen Gewichtungen und so weiter arbeiten. Im Wesentlichen kommen die zu ähnlichen Befunden und die Befunde heißen eben auch, es ist mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger und es flattert ständig. Und Sie können vielleicht sehen, dass wir etwas höhere Ausschläge haben, irgendwo bei 1000 und im folgenden Jahrhundert und etwas niedrigere zwischen, sagen wir mal, 1400 und 1800. Das ist HistorikerInnen auch schon lange bekannt eigentlich und das ist ein Wandel, den es immer schon gab. Das Entscheidende ist aber nicht, dass es diesen Wandel gibt, sondern dass dieser Wandel in einem engen Band stattfindet, zumindest für die Zeit, die für uns relevant ist. Und das wäre eben hier in der Darstellung von Germanwatch markiert als das sogenannte Holozän. Pi mal Daumen, die letzten 10.000 Jahre, in denen der Mensch sich, also biblisch gesprochen, die Erde untertan gemacht hat. Und in diesem Zeitraum gibt es zwar ein Flackern, aber wenn Sie es in dieser langen Grafik sehen, sehen Sie auch, dass sich dieses Flackern in einem sehr engen Band bewegt und sehr stabil bleibt. Also es ist ein Wandel, aber dieser Wandel des Klimas bewegt sich in einem Korridor, der grundsätzlich lebensfreundlich ist. Und das ist ein Vorteil. Und was Sie auch sehen ist, man sieht es in der Farbe jetzt auf der Grafik nicht ganz so gut, ist, dass es dann am Ende zu unserer Gegenwart hin eben nach oben schießt und damit an die obere Grenze dieses Korridors stößt oder darüber hinausgeht. Und da kommen wir eben an das eigentliche Problem. Also das Klima wandelt sich schon immer, aber damit haben wir noch nicht viel Interessantes herausgefunden. Mythos 2, und das ist das, was die Dame aus der verschwörungstheoretischen Dokumentation auch angesprochen hat, vor 2000 Jahren war es wärmer als heute. Da spielt sie an auf das sogenannte römische Klimaoptimum, das ein relativ moderner Althistoriker, Kyle Harper, so ungefähr 200 vor Christus bis 200 nach Christus ansetzt, Pi mal Daumen. Und wir haben hier so ein Tweet von einem Twitter-Account, anonym, der sich schon seit Jahren hervortut mit der Leugnung des anthropogenen Klimawandels, der eben hier sagt, das Klima nähert sich wieder dem römischen Klimaoptimum an. Jetzt müssen mir die Grünen nur noch erklären,
wie das damals mit 270 ppm CO2 geklappt hat. Ich bin bei 331 ppm geboren und Sie kennen vielleicht auch Ihre ppm-Zahl, weiß ich nicht. Und dahinter steht aber die Vermutung, es ist nicht das CO2, das die Temperaturen hochjagt. Das wird mit dieser Grafik suggeriert. Ich habe die nochmal groß gezogen. Wenn Sie genauer hinschauen, das ist somit die am häufigsten verwendete Grafik, um den anthropogenen Klimawandel oder überhaupt die Dramatik des Klimawandels zu widerlegen, dann sehen Sie ganz klein rechts eine Quellenangabe, schön wie sie 1995. Grundlage dieser Grafik ist ein Werk von Christian Dietrich Schönwiese, soweit ich weiß, sogar von 1979, 95 ist schon eine spätere Auflage. Klimaänderungen, Daten, Analysen, Prognosen. Die Grafik ist handgezeichnet von Schönwiese selbst mit einem Grafikprogramm. Datenbasis war die erste Eisbohrkernbohrung in der Nähe der US-Base Camp Century auf Grönland und der Bohrkern wurde gezogen in den 60er Jahren. Das heißt, das Jahr Null auf dieser Grafik ist ungefähr das Jahr, sagen wir mal 1966 oder 1960, also je nachdem. Ne? Das sind Daten, die waren auch noch nicht besonders gut kalibriert und so weiter, der erste Eisbohrkern, den man gezogen hatte. Diese Grafik wandert bis heute durchs Netz, um uns zu beweisen, dass die Medieval Warm Period und das Roman Climate Optimum wärmer waren als unsere Zeit heute. Ne? Dafür ist sie nicht geeignet. Und einer der ersten, die diesen Begriff Roman Climate Optimum verwendet haben, warnte auch davor, dieses Wort Optimum normativ zu verstehen. Optimum heißt nicht, dass das super war, sondern das heißt eben nur, dass es warm war, mehr nicht. Ne? Und es war in der Tat warm, darauf komme ich gleich noch. Mythos 3. Im Mittelalter war es wärmer als heute und auf Grönland, manchmal auch Südengland oder Schottland, wurde Wein angebaut. Was Sie links sehen, ist ein Tweet des Landeschefs Nordrhein-Westfalen der Bild-Zeitung, Peter Pönsken, der 2019 twitterte, also man sieht hier die Warming Stripes vom UN Climate Change Büro. Schade, dass die mittelalterliche Warmzeit, 1000 bis 1300 nach Christus, in solchen Grafiken als Vergleichsmaßstab fehlt. Immer fehlt. Geht es denn etwa gar nicht um ideologiefreie Information? Also er suggeriert, wenn wir die mittelalterliche Warmzeit reinnehmen, dann hat die auch ganz viele rote Streifen und dann sieht das alles nicht mehr so sensationell aus. Da wird also offenbar irgendwie gepfuscht. Erdoğan Ercivan, von dem ich fest überzeugt bin, dass er nicht Erdoğan Ercivan heißt, sondern irgendwie anders, ist auch so ein berühmter Twitter-Account für Klimawandelleugnung, schreibt 2021, alle vergessen, dass die Sahara vor 9000 Jahren eine grüne Landschaft war. Spoiler, wer sich mit der Sahara beschäftigt hat, weiß das, dass die Sahara sozusagen Schwankungen hinter sich hat. Und alle vergessen, dass Grönland grünes, also Grönland grünes Land bedeutet, wo im Jahr 900 Wein angebaut wurde, das Klima auf der Erde wandert. Das hat übrigens Heinz-Christian Strache für die FPÖ auch mal behauptet. Auf Grönland wurde Wein angebaut. Alois Bandi, der nächste, einer dieser Klimawandelleugner-Accounts, sagt zwar nicht, dass auf Grönland Wein angebaut wurde, das schreibt der Schottland zu, aber dass Grönland nicht zufällig so heißt, sondern eben Grönland war. Und ich will das ganz kurz am Weinbeispiel und am Grönlandbeispiel auflösen. Was spricht denn dafür, dass auf Grönland oder in Südengland, Schottland und so weiter im mittelalterlichen Optimum Wein angebaut wurde? Erster Punkt, die Wikinger oder auch die Engländer, die Schotten waren Katholiken, die brauchten Wein. Natürlich mussten die irgendwie an Wein kommen, das war einfach notwendiger Bestandteil des Gottesdienstes. Der Import aus Regionen, in denen der Wein lecker war, dieser Import war teuer und aufwendig. Der Wein war wahrscheinlich eine wilde Traube, die haben wir heute nicht mehr. Wir sind seit dem 19. Jahrhundert versorgt mit amerikanischen Wurzelstöcken und gepfropften Trauben. Das heißt, wir haben Hochleistungsweine, die ganz bestimmte Vegetationsbedingungen verkraften und andere nicht. Wie lange der Riesling im Rheingau noch angebaut werden kann, werden wir jetzt experimentell herausfinden. Die Rebe damals war eine wilde, die war wahrscheinlich anspruchsloser, aber auch weniger ergiebig. Der Wein war wahrscheinlich sauer, wurde nachgewürzt, das war im Grunde alles egal. Man konnte den trinkbar machen. Ich löse es auf, es gab wahrscheinlich gar keinen Weinanbau auf Grönland. Es gab ihn wahrscheinlich in Südengland, Schottland würde ich schon anzweifeln. Die Belege für Grönland sind ohnehin spärlich. Erik der Rote, ein verbannter Wikinger, der auf Grönland ankam, wollte Wikinger nachziehen und hat dann in seiner Propaganda erklärt,
ihr anderen Wikinger kommt doch mit, ich habe ein ganz grünes Land gefunden, deswegen heißt das Grönland. Das ist im Grunde ein Propagandaeffekt, der sich bis heute hält. Also es gab in bestimmten Regionen Wein, in denen jetzt erst wieder der Weinbau kommt, aber es ist eine andere Rebe und wir hätten ihn heute wahrscheinlich nicht trinken wollen. Und noch ein letzter Satz, weil das auch immer wieder zum Thema wird. Man wirft dem IPCC zum Beispiel regelmäßig vor, dass, und das sehen Sie auch bei diesem Peter Pönsken-Tweet, dass man so Grafiken häufig nur bis 1850 oder 1800 rückverlängert. Und dann hat man den berühmten Hockeyschläger oder Hockeystick, den Michael Mann erstmals gemalt hat. Und da sieht man so ein Zittern der Kurve und dann schießt es in den 90er Jahren nach oben. Und da wurde immer angemerkt, naja, wenn ihr das bis ins Mittelalter rückverlängert oder bis ins Römische, dann hat man mehrere solche Ausschläge, dann ist es kein Hockeyschläger mehr. Das hier ist quasi das heute maßgebliche Projekt Pages 2K, das diese Daten sammelt und zusammenführt und vorhält. Und was man da sehen kann, ist, dass man den Hockeyschläger auch dann hinbekommt, wenn man also quasi bis ins Jahr Null zurückgeht. Man hat immer diesen Ausschlag, denn der geht deutlich über das hinaus, was es damals gab. Also was ist heute anders? Der moderne Klimawandel ist anthropogen, dazu muss ich nicht sagen. Das haben andere hier in der Vortragsreihe schon besser erklärt. Aber ich glaube, es kommen ein paar Punkte hinzu. Es ist nicht nur die Wärme, die jetzt steigt, sondern es ist auch die Dynamik und die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Und das ist auch für Historiker ein Problem, denn mit sowas hatten wir es noch nie zu tun. Das Klima hat zudem die Bandbreite des stabilen Holozän allmählich überschritten und das ist das nächste Problem, weil wir möglicherweise Kipppunkte erreichen oder sozusagen die Stabilität dieses irre komplexen physikalischen Systems allmählich erschüttern, wo man merkt, es gibt erste Schwankungen, Krisenerscheinungen und das bedeutet eben auch, wir reden nicht mehr nur über einmalige Katastrophen, das können Historiker super. Das Erdbeben von Lissabon, die Magdalenenflut 1342, das große Dürrejahr 1540, sondern wir reden jetzt von einer Häufung von Katastrophen, die damit eben nicht mehr katastrophisch, sondern vielleicht das neue Normal sind, dass wir also kaum noch ein Jahr erleben, das nicht irgendwo ein katastrophisches Element hat. Also um das vielleicht nochmal mit dem Mittelalter und dem römischen Klimaoptimum einzuordnen, das ist insofern einerseits richtig, als die mittelalterliche Warmzeit und das römische Klimaoptimum wärmer waren als die ersten 90 Jahre des 20. Jahrhunderts im globalen Durchschnitt oder ungefähr da lagen, wo das 20. Jahrhundert lange sich bewegt hat. In den 90er Jahren sind wir über diese Temperaturen hinausgegangen. Und Klima ist ein statistischer Wert, das heißt, man sieht das dann in den Kurven nachlaufend. Wir haben diese Wärme überschritten und die römische Warmzeit und die mittelalterliche Warmzeit waren nicht global, sondern die waren regional beschränkt und auch über den Globus sozusagen zeitversetzt. Also das ist nichts, was sich auf der gesamten Welt systemisch abspielt. Und das ist ein Unterschied zu dem, was wir heute haben. Also wenn Sie das irgendwann, dann vielleicht nicht auf Twitter, sondern meinetwegen auf Mastodon, Instagram oder wo auch immer sehen, wenn Ihnen das begegnet, das ist Bullshit. Da können Historiker, glaube ich, was zu sagen. Nächster Punkt, wo Historiker auch was sagen können, und jetzt sind wir bei dem Sustainable Development Goal, soziale Ungleichheiten können tödlich sein. Um das am Beispiel auch der Traumreise deutlich zu machen, ich habe mir jetzt eine Stadt und eine Hitzewelle herausgegriffen. Es gab 1995 in Chicago tatsächlich eine tödliche Hitzewelle. Mitten im Juli mit Temperaturen bis 41 Grad Celsius tagsüber, nachts bis 26 Grad. Im Haus konnten das 32 Grad sein und der Körper braucht Stunden, um wieder runterzukühlen. Bei einer ungewöhnlich hohen Luftfeuchtigkeit, und das ist für den Körper schon eine enorme Belastung, das ist erstmal sozusagen physikalisch und dann kommen Human Factors hinzu. Die Stadt als Stadt war eben eine Hitzeinsel. Es gab ein mangelhaftes Warnsystem. Bis die Leute erklärt bekamen, dass eine Hitzewelle droht und was man dann tun kann, hat es einfach Tage gedauert, weil niemand darauf vorbereitet war. Energie- und Wasserversorgungssysteme sind ausgefallen. Die medizinische Versorgung war nicht ausreichend aufgestellt. Chicago hatte also nach verlässlichen Schätzungen über 700 Hitzetote zu beklagen. Und die meisten Hitzetoten waren ältere Menschen in den ärmeren Stadtvierteln. Und darauf komme ich gleich noch. Ein Punkt ist, diese ärmeren Stadtviertel hatten eben keine Klimaanlage. Die können das nicht regulieren. Es gab keine ausreichende Trinkwasserversorgung. Es gibt dann einfach viele Häuser, die gar nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen waren. Und
In diesen Vierteln ist häufig die Kriminalitätsrate höher und das bedeutet, dass zum Beispiel alleinstehende ältere Männer, von denen es nicht wenige gab, ihre Fenster auch nachts zugelassen haben, damit sie nicht ausgeraubt oder ermordet werden, mit dem Effekt, dass sie starben, ohne dass es jemand mitbekam. Das ist untersucht worden und dann hat man Dinge festgestellt, die tatsächlich sozialer Natur sind. Also zum Beispiel hatten Menschen versucht, sich irgendwie Kühlung oder Wasser zu verschaffen. An den heißesten Tagen wurden 3000 Hydranten auf den Straßen der ärmeren Viertel geöffnet, um die Straßen zu sprenkeln und Wasser in die Viertel zu bekommen. Das hat natürlich erstmal stundenlang gewirkt, bis der Wasserdruck so niedrig war, dass überhaupt niemand mehr Wasser hatte. Das ist sozusagen Self-Destroying-Maßnahme. Also man schafft kurzfristig Erleichterung, weil man nichts anderes hat. Und dadurch kippt aber das gesamte System noch mehr. Und das natürlich in den Vierteln, die mit der Wasserversorgung schlechter angebunden sind. Und als man sich das genauer angeschaut hat, hat man gemerkt, dass es vor allem die Viertel waren, in denen Menschen mit geringem Einkommen, vor allem, also damals sagte man African American, heute würde man wahrscheinlich sagen schwarze Amerikaner, das waren also die Viertel, in denen es ein geringes Einkommen gab, die von schwarzen Amerikanern bewohnt wurden, in denen auch die Gewaltrate höher war, ne? Fenster zulassen, es könnte jemand reinkommen. Also wo sozusagen die vulnerabelsten Chicagoer Bürger und Bürgerinnen wohnten, häufig eben auch als Rentner alleine. Interessant deshalb, weil sich sozial nicht eins zu eins durchschlägt. Die Latinos in Chicago waren ebenfalls nicht besonders begütert, hatten aber viel ausgeprägtere soziale Netze, und zwar über die Generationen. Und das hat dazu beigetragen, dass sie sich über die Generationen besser also gegenseitig helfen konnten und dann eine deutlich geringere Sterblichkeitsrate aufweisen. Und vielleicht ein letzter Punkt, was haben die kommunalen Behörden in Chicago daraufhin gemacht? Sie haben das Ganze zur Naturkatastrophe erklärt. Das ist es ja auch, physikalisch. Aber damit waren sie quasi jeglicher Verantwortung enthoben, weil Naturkatastrophen kommen, da kann man nichts tun. Und man kann ein bisschen gucken, dass man vielleicht noch 5 Betten im Krankenhaus mehr hat, die man im Notfall rausholen kann. Aber im Grunde war man so ein bisschen aus der kommunalen Verantwortung raus. Und das ist natürlich ein Desaster, wenn sich Katastrophen häufen sollten. In Europa hatten wir in diesem Sommer auch eine Hitzewelle. Wir gehen von einer Übersterblichkeit aus. Das ist total schwer, dazu was Genaueres zu sagen, weil sich das überlagert mit der Pandemie und vielem anderen. Wir können das nicht genau sagen, was in Europa passiert ist, aber auch da würde ich gerne ein Fragezeichen mitformulieren. Ich glaube auch nicht, dass wir es engagiert versucht haben, herauszufinden. Das wäre sozusagen eine Aufgabe, komme ich gleich nochmal drauf, die wir uns eigentlich vornehmen könnten. Historisch ist es zumindest naheliegend anzunehmen, dass es vor allem ältere, ärmere und so weiter Menschen trifft, die sozial schlecht vernetzt sind. Ist für Naturkatastrophen übrigens nichts Ungewöhnliches. Die Älteren im Raum erinnern sich vielleicht an die Hamburger Sturmflut 1962 mit dem berühmten Helmut Schmidt, der dann eben tagelang versucht hat zu retten. Bei dieser Sturmflut sind 350 Menschen gestorben, davon 220, also 2/3 in Hamburg-Wilhelmsburg. Und das war das Viertel, in dem noch Displaced Persons, Aussiedler und Arbeiter lebten, zum Teil in Nissensiedlungen. Die Dämme, die Deiche waren nur mit Trümmerschrott notdürftig wieder aufgebaut worden. Das war sozusagen das Armenviertel von Hamburg, das da am heftigsten getroffen war. Ich glaube, das ist vielleicht schon auch so ein historisches Muster. Jetzt zu den Epidemien. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir auch ein bisschen was mit Krankheit machen. Auch Krankheiten wirken sich unterschiedlich aus. Und das ist in der Corona-Pandemie auch mehrfach thematisiert worden. Das kennen Sie, ne? Dass man da im ersten Corona-Jahr gesagt hat, in den USA sind vor allem schwarze Stadtbewohner heftiger betroffen und haben eine höhere Sterblichkeit als Weiße in den Vororten und so weiter. Das war ein großes Thema in deutschen Medien. Komme ich gleich noch drauf. Ich mache erst einen Sprung zurück. Die erste Epidemie, für die wir verlässliche statistische Daten haben, ist die große Pest in London 1665, verewigt in einem Roman von Daniel Defoe, der auch Robinson Crusoe geschrieben hat, oder in dem berühmten Tagebuch von Samuel Pepys, das wahrscheinlich jeder Anglist zumindest mal gestreift hat. Diese Pandemie, diese Pest in London, eine echte Pest, war verheerend. Man geht von 70.000 Opfern aus. Und sie endete nach einem Jahr mit dem großen Brand von London. König und Hof und ein guter Teil der wohlhabenden Bevölkerung hatten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Und das war in diesem Fall auch gut gegangen. Das ist übrigens nicht immer so. Als 1679 die Pest in Wien ankam,
ist auch der kaiserliche Hof aus Wien geflohen, aber ein Teil des Hofes hatte sich schon infiziert. Und der kaiserliche Hof von Wien hat dann auf dem Zug durch das Habsburgerreich die Pest auch munter verbreitet. Das war in London nicht so, also die konnten noch gesund raus und waren dann damit erstmal in Sicherheit. Wir haben exzellente Quellen, zumindest relativ zu dem, was wir für das 17. Jahrhundert sonst haben, weil in London fleißig mitgeschrieben wurde, wo wie viele Menschen sterben, beerdigt werden und so weiter. Und was man sagen kann, ist bei 1665, Mortality in the Central Intramural Parishes, also in den reicheren Vierteln, was considerably lower than elsewhere, reflecting the market increase that we find in the concentration of wealthy households in these areas. Das spiegelt sich auch in den Quellen. Das ist also ein statistischer Befund, aber das wird auch erzählt von den Zeitgenossen. Also dieser berühmte Tagebuchschreiber Samuel Pepys schreibt, it is feared that the true number of the dead this week, Ende August, is near 10,000, partly from the poor that cannot be taken notice of through the greatness of the number. Also ein Eindruck ist, die Reichen zählt man noch, die Armen nicht mehr, weil das packt keiner mehr. Es sind einfach zu viele. Bei den Reichen kriegt man es noch hin mit 2, 3 Händen. Und der Geistliche Thomas Vincent schreibt, most of the rich are now gone and the middle sort will not stay behind, but the poor are forced through poverty to stay and abide the storm. Das heißt, auch den Zeitgenossen ist schon klar, dass es auch ein Wohlstandsproblem ist, ob man sich's leisten kann, die Stadt zu verlassen und gesund zu bleiben. Und damit noch der Blick in die Gegenwart. Und da würde ich sagen, es ist vielleicht dann doch eine Stärke von Historikerinnen und Historikern, dass sie manchmal auf Dinge schauen, die andere noch nicht im Blick haben. Der Kollege Felix Römer, Historiker, der jahrelang in Mainz gearbeitet hat, dann in London, jetzt in Potsdam, hat nach einem Jahr Corona-Pandemie in der Zeit ein großes Interview gegeben und auch im Blog veröffentlicht über soziale Ungleichheit in der Corona-Pandemie. Und ich lese das mal vor, weil es ein Problem deutlich macht, das wir auch in Deutschland haben. Im 19. Jahrhundert wussten die Zeitgenossen in mancher Hinsicht mehr über Epidemien als heute. Im Jahr 1867 tobte in Köln wieder einmal die Cholera und bereits im darauffolgenden Jahr lag eine kartografische Analyse vor, in der alle rund 500 Todesfälle auf dem Stadtplan eingezeichnet waren. Eine vergleichbare Seuchenkarte, welche die Sozialgeografie der Corona-Pandemie abbilden könnte, sucht man heute in Köln vergeblich. Zwar existieren Karten zu Inzidenzwerten in Bundesländern. Mecklenburg-Vorpommern steht besser da als Bayern oder so, man erinnert sich. Doch sind diese mit ihren großen Maßstäben und Durchschnittswerten kaum dazu geeignet, die Zusammenhänge zwischen sozialräumlichen Lebenslagen und der Anfälligkeit für die Seuche sichtbar zu machen. Es ist keinesfalls gegeben, Gott gegeben, dass das so sein muss. In Großbritannien hat man viele Fehler gemacht in der Pandemie, mit Sicherheit, aber man hat von Anfang an Sozialdaten miterhoben. Man wusste sehr früh, auch schon zu diesem Zeitpunkt, ein Jahr nach Beginn der Pandemie, dass sich diese Corona-Pandemie in England sozialräumlich deutlich unterschiedlich auswirkt. Und als Felix Römer das für Köln beklagt hatte, hat man auch in Köln genauer hingeschaut und festgestellt, dass die Einfamilienhaussiedlungen viel niedrigere Inzidenzwerte hatten als die 20, 30, 40 Mietparteienbunker im daneben liegenden Stadtviertel. Das ist vielleicht 2 Kilometer auseinander, aber eine ganz unterschiedliche Betroffenheit. Das konnte man dann eben zeigen. Man muss, glaube ich, einfach hinschauen. Jetzt können Sie sagen, naja, was haben Epidemien mit Klima zu tun? Manche Epidemien haben was mit Kälte zu tun. Pest ist eigentlich typischerweise aufgetreten, wenn die Durchschnittswerte kälter werden. Das war in der Justinianischen Zeit, 6. Jahrhundert nach Christus so und in der kleinen Eiszeit. Andere Epidemien werden durch wärmere Temperaturen begünstigt. Und dazu kommen Probleme von Biodiversitätsverlust, Aneinanderrücken von Mensch und Tier und so weiter. Das ist so oft diskutiert worden, dass ich es gar nicht jetzt ausführen muss. Ich glaube, dass das Fazit, das Epidemiologen heute ziehen, dass wir mit sowas häufiger rechnen müssen, eigentlich gut begründet ist und dass es uns gut anstehen würde, die sozialen Ungleichheiten künftig früher mitzudenken und auch zu erheben. Gut, ich würde einen Punkt angesichts der Zeit überspringen. Ich hätte jetzt noch was zu den Hexenverfolgungen gesagt, aber ich lasse das mal sein, damit wir ein paar Dinge noch genauer in den Blick nehmen können, nämlich die Frage, wo wir vielleicht am stärksten ansetzen können. Und jetzt gehe ich über Fachbegriffe, die Sie zum Teil, hoffe ich, auch schon gehört haben. Das Holozän hatte ich schon angesprochen, die letzten 10.000 Jahre, in denen der Mensch sich quasi dominant auf der Erde ausgebreitet hat. Das Holozän wäre also ungefähr dieser Zeitraum, der rechts, jetzt kann ich wieder dieses Gerät nehmen,
relativ stabil ist. Das war das, was ich Ihnen erklärt hatte. Die Stabilität ist das Entscheidende, ne? Dass man in diesen Bedingungen sich ausbreiten kann. Dann habe ich gesagt, hier kommt das Problem. Ne? Wir verlassen sozusagen diesen stabilen Korridor. Und das fällt zusammen mit einem Befund, den Geologen gemacht haben, die seit den 90er Jahren diskutieren, ob wir das Holozän verlassen haben und in das sogenannte Anthropozän eingestiegen sind. Und was sie damit meinen, ist zunächst mal nur, dass der Mensch sich in die Erdschichten eingeschrieben hat, dass man also Stickstoff nachweisen kann, CO2 nachweisen kann, nuklear radioaktive Elemente nachweisen kann und so weiter, dass wir also geologisch nachweisbar sind. Damit ist die Frage erstmal aufgeworfen, wann das eigentlich anfängt und wieso das anfängt. Und man landet immer wieder bei den 1950er Jahren. Es gibt auch andere Datierungen, aber das scheint mir das Hilfreichste. Und man kann das an ein paar Parametern festmachen, die unter dem Stichwort A Great Acceleration immer wieder genannt werden. Dass zum Beispiel die CO2-Emissionen seit den 1950er Jahren steil in die Höhe schießen. Oder auch die Nutzung von Primärenergie. Das ist ein großes Thema, dass wir unglaublich viel Energie produzieren müssen seit den 50er Jahren für die Art von Lebensweise und Wirtschaft und Produktion, die wir pflegen. Dass wir seit den 1950er Jahren auch diese Lachgaskonzentration im Anstieg haben. Das ist unter anderem die Landwirtschaft mit ihrem Stickstoffeintrag. Oder dass die Weltbevölkerung massiv ansteigt oder auch die städtische Bevölkerung weltweit. Nicht alles daran ist jetzt per se schon von mir normativ eingeordnet. Es kann ja auch ein Vorteil sein, dass Bevölkerung überwiegend in Städten wohnt. Ich weiß nicht, was Sie letzte Woche alle schon besprochen haben oder vorletzte Woche. Da ging es ja auch um urban-geografische Fragen. Ich will nur sagen, dass Historikerinnen, Historiker und andere eben feststellen, dass sich seit den 1950er Jahren fast alle relevanten Parameter dramatisch verändern. Und damit kann man eben sagen, also das, was wir da beobachten, das hat irgendwie einen Anfangspunkt. Wir haben jetzt also nicht nur das Anthropozän, wir können auch ungefähr sagen, dass wir es mit den 1950er Jahren ansetzen wollen. Vielleicht, ist ein Vorschlag. Aber wir haben damit immer noch offene Fragen, gerade auch im Kontext des heutigen Vortrages. Zum Beispiel behandeln wir die Menschheit damit immer noch als Spezies. Der Mensch hat CO2 emittiert, Stickstoff in den Boden eingebracht und so weiter. Was wir damit verdecken, sind historische Ungleichheiten weltweit. Wo wurde das CO2 eingebracht? Wer trägt Verantwortung für Stickstoffeintrag und so weiter? Und wir sind sozusagen erst auf dem Weg zu einer Erklärung. Also der deskriptive Befund ist, wir können was anfangen mit den 1950er Jahren, aber es stellt sich dann die analytische Frage, was da eigentlich passiert ist. Und ich habe heute nur einen Vorschlag mitgebracht, den ich sehr produktiv finde für die Diskussion, die wir vielleicht auch im Nachgang führen. Der Schweizer Klimahistoriker Christian Pfister ist ein ganz großartiger Historiker, den ich wirklich bewundere. Der hat vorgeschlagen, dass wir das wirtschaftshistorisch denken in der Kategorie relativer Preise. Er sagt, nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Preis für menschliche Arbeit deutlich gestiegen, weil ganz viele Männer im Krieg gefallen waren. Arbeitskraft war knapp und damit wird Arbeitskraft teuer. Gleichzeitig haben wir rasant sinkende und dann eben sehr, sehr niedrige Preise für Energie. Wir haben die Entdeckung riesiger Ölfelder und im weiteren Schritt dann auch Gasfelder, häufig in Regionen, in denen die großen westlichen Staaten, USA, England, Niederlande, noch tolle Konzessionen haben für Ölförderung. Das bricht in den 70er Jahren um, wo die Staaten, die das Öl fördern, selbst sozusagen das Ruder in die Hand nehmen. Aber auch da wird Öl und Gas nicht sofort dramatisch teurer. Christian Pfister hat das für die Schweiz an zwei Beispielen mal deutlich gemacht. Was man links sieht, ist der relative Preis von Arbeitskräften zu Energiefaktoren. Also man hat den Preis für familienfremde Arbeitskräfte in der Schweizer Landwirtschaft und diese Arbeitskräfte werden teuer. Deutlich langsamer teurer werden Treibstoffe, Maschinen und Dünger. Und dann ist es also einfach rational, ökonomisch rational, nicht auf menschliche Arbeitskraft zu setzen, sondern auf energieintensive Faktoren. Und ähnlich sieht das aus, wenn man sich dann wiederum für die Schweiz anschaut, wie sich der Brotpreis im Schnitt entwickelt und die gestrichelte graue Linie darunter, der Lohn für einen qualifizierten männlichen Facharbeiter in der Industrie. Das geht in die Höhe, während die Preise für elektrische Energie, Primärenergie oder eben für Öl eben nicht so deutlich ansteigen.
Und das wirtschaftshistorische Argument ist, die relativen Preise sind einfach so, dass ich eher in energieintensive Produktionsweisen investiere und nicht in menschliche Arbeit. Und Klammer auf, das wird zum Problem und dazu komme ich gleich, weil wir aus dieser Abhängigkeit nicht gut herausfinden. Wo stehen wir also jetzt mit unseren historischen Erfahrungen? Was kann uns das helfen? Hier haben wir nochmal diese Kurve mit CO2 jetzt ein bisschen anders gerechnet. Da geht es sozusagen um Pro-Kopf-Ausstoß, aber die Kurve ist letztendlich eine ähnliche. Und dann denkt man, naja, was ist das jetzt für eine Zeit von den 1950ern bis heute? Der Spiegeljournalist Jonas Scheible hat das so kommentiert: Das ist die Zeit. Das ist die Zeit, die wir als Normalität, als Referenz, als die Epoche der betulichen, stetigen Stabilität erlebt haben, erinnern oder erzählt bekamen. Je nachdem, wie alt wir sind, haben wir es erlebt oder wir hören es von Menschen, die es erlebt haben. Diese Zeit ist die absolute historische Ausnahme, aber es ist die Referenz, an der wir unsere Gegenwart messen. Und diese Zeit ist weitgehend frei von Krieg. Also es gab vieles. Es gab den Kalten Krieg mit atomarer Bedrohung. Es gab viele Dinge wie Ölkrise 1973, aber im Rückblick ist das eine Zeit eines unglaublichen wirtschaftlichen Wachstums, eines unglaublichen wirtschaftlichen Wohlstands, nicht für die ganze Welt, völlig klar, sondern für einen Teil der Welt. Aber das ist eben ein Teil des Problems, dass wir genau diese Phase, die uns heute diese dramatischen Probleme beschert, als eine Phase erleben, in der sehr vieles sehr, sehr gut war. Dazu kommt auch das im Feld der historischen Erfahrungen, dass wir es mit Shifting Baselines zu tun haben. Wir haben einen heißen Sommer, das haben Sie dieses Jahr wieder erlebt und dann sagt jemand, früher war es auch schon heiß. Das ist auch meine Reaktion, ich kenne das, ich hatte früher auch heiße Sommer, aber die heißen Sommer, die ich früher hatte, an die ich mich erinnere, die waren eben nicht bei 36 Grad, sondern habe ich mich über einen Tag im Schwimmbad mit 32 Grad gefreut. Ich weiß es aber nicht mehr. Alles, was ich weiß, ist, es war damals schon heiß. Ich war im Schwimmbad und heute ist heiß und ich gehe ins Schwimmbad. Diese Baseline verschiebt sich mit unseren Erfahrungen mit und das ist ein Problem. Woran messen wir das, was wir gerade erleben? Nicht an den letzten 30 Jahren, sondern häufig an dem, was wir so noch ganz gut im Kopf haben. Und noch ein Punkt, wir überschätzen, glaube ich, aus der Menschheitsgeschichte, es ist wieder so ein Problem historischen Lernens, unsere Anpassungsfähigkeiten. Und das habe ich in einem Video mitgebracht, das viele von Ihnen wahrscheinlich gesehen haben und das mich genauso auf die Palme gebracht hat, wie alle, die es gesehen haben. Dieses hier mit 20, Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten Zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben. Immer wieder. Ich nerv Sie gerade. Ja. Genau. Und das ist genau mein Effekt. Ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, mich auch. Mich nervt das auch. Aber zugleich, wenn man länger drüber nachdenkt, kann man es schon nachvollziehen vielleicht. Oder zumindest die Älteren, zu denen ich mich zähle. Denn tatsächlich ist das etwas, was man irgendwie auch kennt. Menschliche Gesellschaften haben ganz vieles überstanden. Sie haben ganz vieles auch geschafft, wegzustecken, wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und dieses Motiv, wir sind anpassungsfähig, ist irgendwie auf die Spezies übertragen worden. Alles, was wir aber historisch wissen, ist, dass es durchaus Gesellschaften gab, die sich nicht schnell genug anpassen konnten. Und von denen gab es nicht wenige. Und jetzt trifft das zum ersten Mal die Menschheit als Ganze. Ne? Das ist einfach eine andere Dimension. Wir wissen nicht, ob wir das schaffen. Deswegen ist das, was Lanz erzählt, etwas, was uns nervt. Aber nerven ist wahrscheinlich die falsche Reaktion. Eigentlich müssen wir fragen, was geht gerade in unserer Wahrnehmung schief, dass wir mit diesem Anpassung irgendwie diesem Anpassungsthema so hadern. Und prompt haben natürlich Leute dagegen argumentiert. Also Stefan Rahmstorf vom Peak in Potsdam, eine 4 Grad wärmere Welt wäre voller Katastrophen, Hungersnöte und Leid, Ökosysteme wären nicht mehr an das Klima angepasst, würden kollabieren. Übrigens auch wegen der Geschwindigkeit der Veränderung, ne? Weil die Ökosysteme nicht hinterherkommen. Keine stabile Küstenlinie mehr, Städte gehen unter. Aber bitte seid optimistisch und passt euch halt an, Lanz. Oder Lars Fischer, den ich für einen der besten Wissenschaftskommunikatoren in Deutschland halte, ein Chemiker von Spektrum der Wissenschaft, der die Dinge häufig viel schöner ausdrückt. Dass man nicht genau sagen kann, was bei ein paar Grad Erderwärmung passiert, wird, by the way, oft missverstanden. Es ist wie wenn man mit einem Kleinwagen mit Vollgas gegen eine Mauer fährt. Unklar und total spannend ist, wo die vordere linke Radkappe hinfliegt. Nicht das Ergebnis insgesamt. Das heißt, beide machen darauf aufmerksam, das, was Lanz noch mit Anpassung meint, ist eigentlich überhaupt nicht angemessen zu dem, relativ zu dem, was uns als Herausforderung
schon vor der Haustür steht. Also, wir brauchen ein Umdenken in unseren Konzepten. Und ich sage es jetzt ganz offen, das ist für uns als Historikerinnen und Historiker ein Riesenproblem. Wir haben nicht gelernt, wie übrigens viele andere Menschen auch, nicht linear zu denken. Also lineare Entwicklungen können wir ganz gut im Kopf hinbekommen. Wenn Entwicklungen exponentiell sind, das haben wir in der Epidemie gemerkt, R ist gleich 1,2 und wir haben 2 Infizierte. Wie lange dauert es, bis wir 10, 20, 100 haben? Kriegen wir nicht gut hin und nicht kontinuierliche Entwicklungen schon gar nicht. Also auf einmal bricht was komplett um. Uns fehlt die Kompetenz, in diesen Entwicklungen zu denken. Uns fehlt die Kompetenz, in der Logik von Kipppunkten zu denken, die bedeuten, dass ich eben nicht sagen kann, noch ein Zehntel Grad mehr ist noch ein Zehntel schlimmer und noch ein Zehntel schlimmer und da kann ich wieder ein Stück zurückgehen, wenn ich was tue. Sondern dass Kipppunkte bedeuten, wenn ich die erreicht habe, kann ich die Entwicklung, die dann folgt, auch nicht mehr aufhalten mit ein bisschen Emissionsreduktion oder so. Und ich glaube, was HistorikerInnen auch nicht besonders gut können, ist der Umgang mit dem Wahrscheinlichkeitscharakter, also statistische Aussagen. Klima ist ein statistisches Phänomen und das bedeutet zum Beispiel, dass wir Wahrscheinlichkeitsaussagen darüber treffen können, was in den nächsten Jahren passiert. Und das ist eben nicht eine Katastrophe, sondern es ist eine zunehmende Wahrscheinlichkeit für bestimmte Entwicklungen, für länger haltende Wetterlagen in einer Region oder andere Phänomene. Das ist wie stochastischer Terrorismus, das kann hier zuschlagen und da zuschlagen und die Schraube, an der wir drehen, ist die Wahrscheinlichkeit. Und das können wir Historikerinnen und Historiker nicht gut. Und ich glaube, in all diesen Punkten treffen wir uns mit vielen anderen Menschen, die nicht mein Fach studiert haben. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, aber es trifft uns auch in unserem Fach. Trotzdem können Historiker ihren Beitrag leisten. Daran glaube ich schon und das will ich an wenigen Punkten deutlich machen. Und der für mich wichtigste ist, die entscheidenden Herausforderungen heute sind, glaube ich, nicht technischer Natur, sondern sozial, politisch, ökonomisch. Lars Fischer, der selbst Naturwissenschaftler ist, hat das auf Twitter immer wieder formuliert. Es gibt keine technischen Lösungen für soziale Probleme. Soziale Probleme müssen sozial oder politisch gelöst werden. Ich komme nachher noch mal drauf. Es reicht nicht zu sagen, wir müssen technologieoffen sein und warten noch 5 Jahre, bis die Mega-Entdeckung kommt. Wenn wir die haben, dann nehmen wir das gesamte CO2 aus der Atmosphäre und alles ist supi. Sondern im Grunde haben wir schon ganz viel Technologie. Vielleicht alles, was wir brauchen, um zu starten. Wir hätten vielleicht schon vor 20 Jahren starten können. Wir haben ein soziales und politisches Problem. Und da müssen Ungleichheiten mitgedacht werden. Das möchte ich an 2 Beispielen nur kurz aufzeigen. Zum einen an der für römische Katholiken wie mich einschlägigen Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, der darauf hinweist, dass Klimawandel international ungleich verteilt ist. Dass also soziale, wirtschaftliche, distributive und politische Dimensionen der weltweiten Ungerechtigkeiten mitgedacht werden müssen. Ich würde sagen, da hat er recht, aber das reicht nicht. Es sind ja zumindest ein paar Länder mit Akteure, die vor 100 Jahren noch imperial, kolonial unterdrückt waren und jetzt selbst Akteur des Geschehens sind. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt eine Klimakonferenz in Ägypten hatten und die nächste im arabischen Raum. Und da sind Staaten eben zu Gewinnern und Akteuren aufgestiegen, die es vor 100 Jahren noch nicht waren. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als das in Laudato Si angedeutet wird. Und dann gibt es den Club of Rome, der in seinem Zukunftsprogramm Earth for All gesagt hat, wir brauchen 5 Kehrtwenden, mit denen wir den größten Impact erzielen können. Die zweite ist die Ungleichheitskehrtwende und der Club of Rome sagt, Länder, in denen mehr Gleichheit herrscht, funktionieren besser. Also wenn wir Klimawandel irgendwie bewältigen wollen, was auch immer Bewältigung heißt, dann werden wir innerstaatlich, innergesellschaftlich für mehr soziale Gleichheit sorgen müssen, weil wir nur so die Akzeptanz für einschneidende Maßnahmen bekommen werden. Wenn wir die sozialen Ungleichheiten nicht reduzieren, dann fehlt uns die Akzeptanz und dann werden wir es nicht schaffen. Das ist im Grunde eine notwendige Bedingung dafür, dass es überhaupt klappen kann, sagt der Club of Rome, der dann auch Vorschläge gemacht hat, stärkere Steuerprogression auf Einkommen und Vermögen, Stärkung der Arbeitnehmerrechte oder so etwas wie Staaten generieren Geld aus, ja, zum Beispiel aus Gemeingütern, in dem Wasser, das der Erde entnommen wird, den Unternehmen stärker in Rechnung gestellt wird als bisher. Oder andere Nutzungsrechte verkauft werden. Ne? Und der Staat das Geld sammelt, in Stiftungen steckt und daraus Wohlstand für künftige Generationen finanziert und so weiter. Das sind konkrete Vorschläge mit einem Ziel. Die reichsten 10% einer Gesellschaft sollen nicht mehr besitzen, als es dem Gesamteinkommen der ärmsten 40% entspricht.
Das ist das, was der Club of Rome formuliert. Das ist nicht sauber, Besitz und Einkommen gegeneinander zu rechnen. Da könnte man noch vieles sagen, aber ich glaube, der Grundgedanke ist deutlich geworden. Es geht nicht um absolute Gleichheit beim Club of Rome, sondern es geht um eine Art von Ungleichheit, die für alle akzeptabel ist, um auf dieser Grundlage zu Lösungen zu kommen. Und ich glaube, auch daran ist vieles richtig. Aber, und das hat mit den 1950er Jahren und der Great Acceleration zu tun, unser moderner Wohlstand, das, worauf das alles basiert, die wachsende bessere Versorgung auch weltweit, bei aller Kritik an internationalen Ungerechtigkeiten, basiert auf massiver fossiler Verbrennung. Auch unser eigenes Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen. Und davon loszukommen, würde eben bedeuten, wir müssen darüber nachdenken oder könnten darüber nachdenken, von energieintensiven auf arbeitsintensive Produktionsweisen zu gehen. Dann werden Sie sofort sagen, das kriegt niemand durch. Ne, wollen wir alle nicht. Wir wollen nicht 70 Stunden die Woche arbeiten und Energie abschaffen. Also brauchen wir im Grunde Lösungen, die anders energieintensiv arbeiten. Und dann kommen wir an ein zweites Problem. Der Innovationsdruck, und das weiß man aus der ökonomischen Forschung, ist immer dort hoch, wo die Preise hoch sind. Das hat John Hicks 1932 schon formuliert. Wenn wir Veränderungen in relativen Preisen haben, dann wird der Innovationsdruck dort wachsen, wo die Preise steigen. Und im Energiebereich ist ehrlich gesagt immer noch alles zu günstig und der Innovationsdruck zu niedrig. Und wo kann der herkommen? Der kann politisch erzeugt werden. Und Sie sehen in der jetzigen Krise, russischer Angriff auf die Ukraine, Gasknappheit, dass der politische Druck wahnsinnig wächst, diesen Druck aus dem Kessel zu nehmen, den wir vielleicht bräuchten, um die Innovation zu erzeugen, die jetzt notwendig wäre. Das ist ein politisches Problem, kein technisches. Gut, damit wäre ich fast am Ende. Es gibt einiges zu tun, packen wir es an, Fragezeichen. Das heißt zum einen für mich fachlich, brauchen wir sowas wie Historians for Future? Das ist eine rhetorische Frage. Ich würde die mit Ja beantworten. Und ich würde die beantworten mit dem Netzwerk Historians for Future, die im November 2022 noch geschrieben haben, without historians engaging in contemporary concerns, we would not have the knowledge or tools to recognize and actively demonstrate the historical multiplicity of the environmental challenge of today and the political implications of this. History in all its forms helps us to read these inequalities, injustices and entanglements. Und sie fordern auf, dass wir das einbringen, was wir als HistorikerInnen besonders gut können oder zu können glauben. Historians need to demonstrate both the rigor and flexibility of knowledge and to be active participants in discussions of how to imagine and interrogate courses of action in the present, looking to the future. Deren Argument wäre also, und dem würde ich mich anschließen, dass Historiker eigentlich sehr viel mitbringen an Stärken, an auch analytischen Kompetenzen und viele mehr, dass wir das noch zu wenig tun und dass es ein fachlicher Auftrag ist, sich dem mehr anzunehmen. Und ich würde sagen, das ist erstmal was, was ich mit nach Hause nehme und was wir mit nach Hause nehmen. Ich habe keine positive Botschaft. Ich habe lange darüber nachgedacht, gerade auch wegen der Zukunftsvision von Timo Graffi und Team, was ich jetzt sozusagen sage, ich kann jetzt schlecht sagen, reduziert bitte mal die soziale Ungleichheit, ich kümmere mich um andere Fragen, weiß ich, ob das gelingen würde. Ich würde es gerne mit einem Satz formulieren, der überhaupt nicht optimistisch klingt, aber da, wo ich herkomme, eigentlich durchaus so gemeint ist, lasst uns anfangen, nützt ja nichts. Wir haben eh keine andere Chance. Also wir können nur anfangen, ansonsten haben wir es jetzt schon vergeigt. Und mit dieser nur bedingt optimistischen Perspektive bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass für den einen oder die andere was dabei war, was man so mit nach Hause nehmen und noch zum weiteren Nachdenken und Diskutieren nutzen kann. Vielen Dank. Ja, ich würde diese Frage auch mit Ja beantworten, dass es wichtig ist, dass es Historians for Future gibt. Und vielleicht an dieser Stelle nochmal an alle Historikerinnen und Historiker, die gerade zuschauen, ja, schließt euch doch einfach den Historians for Future an. Oder wenn ihr welche kennt, einfach weitersagen, dass es diese Gruppe gibt. Ja, ich würde mal gerade schon mal die nächste Folie weitermachen, weil erstmal noch vielen Dank, Andreas, für diesen spannenden Vortrag. Und ich finde, du hast die Brücke gekriegt zu den Zukunftsvisionen. Und genau, wir machen jetzt weiter mit der Frage- und Diskussionsrunde.
einfach wieder den QR-Code scannen und eure Fragen eintippen und wir können in der Zeit schon mal hier auf den Sitzplätzen Platz nehmen. Live da drauf? Oder? Wir machen es jetzt heute mal ein bisschen anders. Oh, jetzt mal durch. Genau, es dauert noch einen Moment, bis die ersten Fragen kommen. Aber so, genau. Die Frage, die wir immer am Anfang oder während jeder Diskussion stellen, ist immer so ein bisschen, welche konkreten Maßnahmen würdest du vorschlagen, sind wichtig, um quasi unsere Zukunftsvision, die wir eben gezeigt haben, umzusetzen? Also wenn das Argument so einigermaßen greift, das ich eben vorgestellt habe, dann bedeutet das ja, dass wir seit den 1950er Jahren in einer Periode sind, einer menschheitsgeschichtlichen Zeit, in der wir enorm über Energie gehen, wo die Primärenergie in diesem Chart ja auch immens nach oben geschossen ist und ich würde vermuten, dass wir da nicht mehr wegkommen. Und dann kann sozusagen die einzige Lösung nur darin bestehen, dass wir Energie anders produzieren. Und da würde ich sagen, haben wir alles, was wir brauchen. Wir sind schon mehrfach durchgestartet mit mehr Photovoltaik, mehr Windrädern, dann ist das wieder in eine Stagnation gekommen. Und ich könnte jetzt länger darüber nachdenken, was da politisch jeweils passiert ist und dann hätten wir vielleicht sogar einen kleinen Clash hier, aber das ist gar nicht so mein eigentliches Anliegen, sondern Tatsache ist, da hätte schon lange viel mehr passieren können und das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass man das mit sozialen oder politischen Anliegen verbinden kann. Es ist also in Mainz beispielsweise möglich, mit einer Genossenschaft in Kontakt zu treten und Photovoltaik oder Wind genossenschaftlich zu organisieren, wenn man das als Kommune möchte, auch als Kommune und so weiter. Also man kann ganz viel tun. Man kann das privat tun. Das sind Dinge, die können individuell und strukturell passieren. Das ist, glaube ich, das eine Feld. Das andere ist, und jetzt wird es dann doch politisch, ich ärgere mich seit langem wahnsinnig darüber, dass wir immer wieder suggerieren, die tollsten Innovationen bekämen wir, wenn sie im freien Markt von alleine passieren und eben sozusagen nicht Regeln unterworfen sind und sich marktförmig durchsetzen. Und ich glaube nicht, dass es Märkte ohne Regeln überhaupt gibt. Märkte werden überhaupt erst durch Regeln konstituiert und die Art der Regeln, die Struktur der Regeln definiert im Grunde, was Märkte leisten können. Ein Beispiel, ich glaube, dass wir im Automobilbereich Jahre hinterher sind, weil wir zu lange den Druck von den Autobauern genommen haben und eben von Anfang an auf mehr E-Batterien zu setzen. Mit dem Effekt, dass jetzt Autobauer in anderen Ländern einfach schon ein paar Jahre vorne dran sind. Das heißt, wir haben versucht, den Markt freizuhalten, wenig zu regulieren. Das hat dazu geführt, dass wir ins Hintertreffen geraten sind. Also ich glaube, wir brauchen Innovationsdruck und der kann auch durch Regulierung entstehen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, ganz viel zukunftsweisende Forschung, darauf hat die amerikanische Historikerin Naomi Oreskes aufmerksam gemacht, passiert eben nicht in den Unternehmen, sondern in den Universitäten und Hochschulen in staatlicher Förderung und Finanzierung. Auch das darf man nicht vergessen. Also viele Innovationen, die wir brauchen, sind eben nicht auf dem freien Markt entstanden, sondern die verdanken wir Leibniz-Instituten, Fraunhofer-Instituten, Max-Planck-Gesellschaften und so weiter. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man mitdenken sollte, wo man darüber reden muss, wo sich Staat engagiert und wo sich Staat dann also finanziell engagiert und eben regelsetzend auch engagiert. Ich erinnere ans FCKW, dass wir deshalb nicht mehr in den Kühlschränken haben, weil es verboten wurde. Und dann gab es einen Innovationsdruck und wir hatten in kürzester Zeit andere Kühlschränke. Glühbirnen, die wurden verboten und wir hatten in der Übergangszeit Energiesparlampen, die grauenvoll waren und dann hatten wir Halogen und dann LED. Also es gibt einen Innovationsdruck, der durch Verbote entsteht und ich glaube, dass man da schon drüber nachdenken muss. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viel geredet. Ja, es sind auch mittlerweile schon die ersten Fragen eingegangen, nämlich kann es sein, dass Armut mit geringerer Bildung zusammenhängt und Menschen mit geringerer Bildung gewisse Schutzmaßnahmen nicht kennen und somit stärker von der Pandemie bzw. Katastrophen getroffen sind?
Also ich will das nicht ausschließen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass soziale Ungleichheit auch bedeutet, dass der Zugang zu Bildungswegen und auch zu Bildungsressourcen unterschiedlich verteilt sein kann. Und dass es eben schwieriger ist, sich bestimmte Bildung anzueignen, wenn die Voraussetzungen so nicht gegeben sind. Insofern ist da schon was dran. Aber zugleich gilt eben auch, dass Menschen mit einem geringeren Einkommen und einem geringeren Vermögen sich bestimmte Dinge auch dann nicht leisten könnten, wenn sie wüssten, was sie brauchen. Also auch das ist ja ein Problem. Man kann sich nicht einfach eine Wohnung mit einer Klimaanlage leisten, wenn man die Klimaanlage nicht bezahlen kann. Oder wir reden über Innenstädte als Hitzeinseln, wo wir sagen müssten, was kann denn sozusagen ein Mensch in der Mainzer Neustadt dazu beitragen, dass die Kommune Mainz sagt, wir brauchen mehr Grün, wir müssen im Grunde die versiegelte Fläche aufbrechen, wir müssen Fahrradwege schaffen, wir müssen und so weiter. Ne? Das sind politische Aufgaben. Also ich glaube, dass der Punkt zwar was hat, aber dass es noch lange nicht reicht, weil das so ein bisschen suggeriert, dass wir die Verantwortung bei den Individuen haben. Und das finde ich schwierig. Du hast jetzt eben schon ein bisschen gesprochen, was eine Idee, was jetzt die Kommune tun kann. Aber welche Ideen gibt es denn noch, um solche Ungleichheiten zu reduzieren? Also vielleicht muss man dann immer noch mal sagen, ich bin Historiker, ich bin kein Politikwissenschaftler und Soziologe und kein Ökonom. Also ich rede jetzt über Gegenwart und tue so, als hätte ich Ahnung. Ist aber nicht das, was ich in meinem Fach eigentlich mache. Was kann man machen, um soziale Ungleichheit zu reduzieren? Ich würde als Historiker erstmal feststellen, dass das ein relativ modernes Thema ist, dass man also über Jahrhunderte gar nicht intensiv darüber nachgedacht hat, wie man soziale Ungleichheiten reduzieren kann. Das ist sozusagen ein Signum unserer Zeit, dass wir das zum Thema machen. Und das würde ich konstatieren und das finde ich auffällig. Also ich glaube, dass es zur Selbstbeschreibung moderner Wohlstandsgesellschaften gehört, dass sie das immer auch zum Thema machen. Und insofern gibt es in diesen Diskussionen genug Vorschläge, von denen ich sagen würde, ich will da keinen präferieren. Wir sollten darüber streiten. Aber Tatsache ist, wir müssen es im Blick behalten. Also das ist jetzt eine diffuse Antwort, weiß ich nicht. Also, aber so ist es. Also da würde ich gerne stehen bleiben. Okay, die nächste Frage, die wir haben, die hat sogar einen historischen Bezug. Nämlich, wir hatten bei der letzten Vorlesung ging es ja so ein bisschen um Klimaschutz als Kooperationsaufgabe. Und hier ist die Frage, welche schwierigen Kooperationsaufgaben haben die Menschen schon gelöst und warum hat das funktioniert? Ich weiß jetzt leider nicht, was letzte Woche alles Thema war. Das war ein ökonomischer Ansatz. Ich vermute, dass Herr Schunk darüber gesprochen hat, wie man beispielsweise über die Internalisierung von Preisen, die bisher externalisiert sind, eben auch ökonomisches Handeln verändert beispielsweise und anders koordiniert. Ich glaube, dass es darüber hinaus auch politische Mechanismen gibt, Dinge zu koordinieren, die mindestens in der Zeit, in der wir leben, 19. bis 20. Jahrhundert auch geklappt haben. Es ist Staaten und Menschen immer wieder gelungen, internationale Probleme kooperativ zu lösen, und zwar große Probleme. Also das FCKW-Problem hat nicht Deutschland gelöst, sondern das ist international gelöst worden. Wir haben international gelöst, wie man Arktis oder Antarktis nutzen oder nicht nutzen darf. Wir haben international gelöst, wie wir mit der Verbreitung von Nuklearwaffen umgehen. Wir haben ganz viele Probleme ja irgendwie lösen können, weil Staaten zum Beispiel eingesehen haben, dass es für sie besser ist, wenn sie sich mit anderen verständigen. Und ich glaube, dass das grundsätzlich geht. Nichts davon ist auf Dauer gestellt. Keine dieser Lösungen ist in dem Moment, wo sie vereinbart wird, selbstverständlich und auf ewig gestellt. Das ist ein Menschheitstraum, die ewigen Verträge der frühen Neuzeit, keiner von denen war ewig. Aber es kann grundsätzlich gelingen. Das ist, glaube ich, auch der Wert dieser Klimakonferenzen bei aller Kritik an den Ergebnissen, dass dieses Gespräch fortgesetzt wird. Ich finde es zum Beispiel total beeindruckend, dass in Ägypten über 600 fossile Lobbyverbände dabei waren. Wenn diese Konferenz egal wäre, wären die nicht hingefahren. Also es ist ja auch ein Ausdruck davon, und sie sind lange nicht hingefahren, ein Ausdruck davon, dass dort vielleicht wirklich was erreicht werden könnte. Dass die Leute, die da gar kein Interesse haben, mitspielen wollen. Ich glaube, dass es möglich ist. Das ist noch nicht eine Antwort auf die Frage, aber es geht in die Richtung. Ja, da waren ja schon einige Beispiele dabei. Jetzt haben wir noch eine Frage zur Gleichstellung.
nämlich muss Gleichstellung in der Gesellschaft top-down von der Politik oder bottom-up von der gesellschaftlichen Gruppierung induziert werden? Also in meinen Ohren hört sich das an wie ein falsches Entweder-Oder. Mhm. Da würde ich sagen, das also gibt beides. Es gibt eine Notwendigkeit, aus einer Top-Down-Perspektive zu sagen, wir wollen bestimmte Dinge. Das kann eine Regierung sagen, das kann eine Parteiführung sagen, das kann eine Unternehmensführung sagen, wir wollen in unserem Unternehmen Gleichstellung in dieser und jener Weise verwirklicht sehen. Das ist Teil unserer Unternehmenskultur oder unserer Hochschulkultur. Wir haben einen Vizepräsidenten da, der würde uns erklären können, wie die Universität Mainz sich das vorstellt. Das kann genauso gut, also das schließt jedenfalls einen Bottom-up-Prozess ja nicht aus. Das kann auch herangetragen werden und gefordert werden und eingeführt werden, bevor das Top-Down zum Thema gemacht wird. Ich sehe das entweder oder nicht. Und dahinter würde ja noch die Frage stehen, was Gleichstellung alles meint. Ich glaube, das ist ein sehr weites Feld, aber damit komme ich echt weit weg von dem, worauf ich mich heute Abend vorbereitet habe. Ja, genau. Und was wir jetzt auch noch als Frage haben, beschäftigst dich ja auch mit Geschichtsdidaktik, stand zumindest mal auf Wikipedia. Das stimmt dann auch. Also hier ist die Frage, was sollte sich am Geschichtsunterricht in den Schulen ändern hinsichtlich der Themen Klimapolitik? Also auf Wikipedia steht, glaube ich, Geschichtswissenschaftsdidaktik. Das meint eigentlich eher die Uni. Das Geschichtsdidaktik lese ich und verfolge das mit Neugier. Es gibt einen älteren Geschichtsdidaktiker, Bodo von Borries, der jetzt einen dicken Band im Wochenschau Verlag herausgegeben hat über den Umgang mit Krisen und wie man das im Geschichtsunterricht realisiert. Und selbst der wird dieses Problems Klimakrise nicht gerecht. Das ist trotzdem aller Ehren wert. Also jemand, der mit über 70 sich auf dieses Thema einlässt und das auch schon lange verfolgt, der das irgendwie toll annimmt, aber keine besonders guten Lösungen hat. Und die amtierenden Geschichtsdidaktiker schwimmen bisher, muss man leider sagen, drumherum, obwohl da sehr viele kluge Menschen dabei sind und auch sehr nette Menschen, denen ich das Engagement sofort abnehmen würde. Aber das ist sozusagen ein Problem, das ich schon benannt habe. Die geschichtswissenschaftliche, fachwissenschaftliche Forschung hat bisher noch nicht viel geliefert. Das ist einfach eine Leerstelle. Wie wollen Sie als Geschichtsdidaktiker eine Unterrichtsreihe vorschlagen, wenn unser klimahistorisches Wissen einfach nicht besonders ausgeprägt ist? Also das Beispiel, das ich jetzt rausgelassen habe mit den Hexen, daraus könnte ich eine Unterrichtsreihe generieren. Das sind aber immer so Inseln, wo man das machen kann. Es gibt dafür einfach nicht genug Material. Also runtergebrochen, es gibt Christian Pfister, der ein 1000-Seiten-Buch geschrieben hat mit einem Herrn Wanner, einem Geografen zusammen, über Climate and Society in the past 1000 years in Europe. Dann gibt es den Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Klimas, das habe ich schon benannt, das hat gewisse Schwächen. Und dann gibt es zum Beispiel Preisler Capella an der Akademie der Wissenschaften in Wien, der das für das Mittelalter im Grunde bis 1500 in zwei Bänden vorgelegt hat. Aber das bringen sie noch nicht zusammen mit einem Unterricht, da ist zu wenig da. Und ich glaube, das kann ich den Didaktikern nicht vorwerfen, das ist aber einfach schade. Also ich finde, das müsste in den Geschichtsunterricht und es gäbe genug, aber die Didaktiker brauchen eigentlich uns Fachwissenschaftler, das vorher zu füllen. Ja, also vielleicht müsste man auch das als Kooperationsaufgabe betrachten von verschiedenen Akteuren, also auch aus den Fachwissenschaften wie auch aus den Didaktiken. Genau, jetzt hast du auch schon zweimal das Thema Hexenverfolgung angekündigt gehabt, aber es nie ausgeführt und alle hier im Saal interessiert brennt, was ist dieses Beispiel? Okay, ich versuche es kurz zu machen. Man hat unabhängig voneinander festgestellt, dass die erste große Welle europäischer Hexenverfolgungen in den 1560er, eigentlich in den 1570er Jahren beginnt. In den 1590er Jahren nochmal Fahrt aufnimmt, dann ein bisschen stagniert. Dann kommt die zweite Welle der europäischen Hexenverfolgung in den 1610er Jahren. Das hält sich so 20, 30 Jahre. Parallel haben andere, nämlich Klimahistoriker, festgestellt, dass wir eine spürbare klimatische Verschlechterung haben in den späten 1560er Jahren. 1569 ist ein sehr schlechtes Jahr und dann geht das bis 1573, 1574 so weiter.
In den 1590er Jahren wird das Wetter noch mal schlechter wegen mehrerer Vulkanausbrüche weltweit. Und dann hat man einen neuerlichen Kälteeinbruch in den 1610er Jahren. Das deckt sich eins zu eins. Und jetzt würden Statistiker sagen, Korrelation ist nicht Kausalität. Aber Historiker sind total neugierig, ob da nicht doch was hier dahinter steckt. Und dann hat zum Beispiel Wolfgang Behringer, und da ist er wirklich überzeugend, argumentiert, was da passiert sein könnte, dass nämlich das Klima sich in einer Art verschlechtert, wo die Ernten mager werden. Das ist erstmal nur ein Verteilungsproblem. Amartya Sen würde sagen, eine Hungerskrise entsteht nicht durch Knappheit, sondern durch Verteilungsprobleme. Es wäre genug da. Aber es kann nicht so verteilt werden und es wird über die Preise reguliert. Und die Menschen, die eigentlich sowieso nicht genug Geld haben, können sich das, was sie eigentlich essen, nicht mehr leisten. Ergebnis ist eine kalorische Unterversorgung, eine Anfälligkeit für Krankheiten. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Kinder in größerer Zahl sterben, auch erwachsene ältere Menschen. Bei den älteren Menschen nimmt man das hin, bei den Kindern merkt man es natürlich. Die Kindersterblichkeit ist ohnehin hoch, aber wenn die noch höher geht, ist das spürbar. Und dann hat man noch Phänomene wie Münzverschlechterung. Also weiß nicht, ob sich der ein oder andere erinnert. Man hat irgendwie Amerika in Anführungszeichen entdeckt, was auch immer man entdeckt hat. Es heißt auf jeden Fall, dass ganz viel Silber und Gold nach Europa strömen und der Münzwert sich verschlechtert. Das heißt, die Leute haben sowieso nicht genug Geld, um sich Sachen zu kaufen. Dann ist das Geld auf einmal noch nichts wert. Und in diesem Kontext nehmen Menschen diese Krise als eine wahr, die sie nicht bewältigen können, wo es keine Instrumente gibt. Und es kann gut sein, dass das in der ersten großen Welle auf die sogenannten Hexen zurückschlägt. Dass man also merkt, es könnte daran liegen, dass sich Menschen mit dem Teufel verbündet haben. Der Hexenhammer aus dem 15. Jahrhundert deutet das schon an. Wetterzauber ist ein Hexenphänomen. Aber der Hexenhammer im 15. Jahrhundert hat eine geringe Auflage. Das ist kein Riesenwerk. In den 1570er, 80er, 90er Jahren hat der Hexenhammer seine größten Auflagen. Da wird er auf einmal gelesen wie verrückt und Hexen wird das zugeschrieben. Dann entwickelt sich interessanterweise auch ein Verhörprotokoll. Sie müssen in der Zeit, wenn Sie eine Hexe überführen und verurteilen wollen, übrigens manchmal auch Männer, also es ist nicht, sind nicht immer Frauen, Sie müssen ein Geständnis haben, das können Sie durch Folter erzwingen und dafür gibt es dann auf einmal ein Protokoll und in diesen Fragen, in diesem Fragekatalog wird auch nach Wetterzauber gefragt. Und ich habe das mal in der Folie mitgebracht für den Ort, in dem ich lebe, Bodenheim, südlich von Mainz. Das ist also in relativen Zahlen einer der Hotspots der europäischen Hexenverfolgung. 10% der Erwachsenenbevölkerung in nur 3-4 Jahren, die über die Klinge gegangen sind. Und da finden wir in den Protokollen ganz oft, hat ein Kieseln verursacht. Das ist ein magischer Hagel. Ein Kieseln oder ein Reif hat auf der Walpurgisnacht getanzt und einen Reif herbeigezaubert. Also die klassischen Probleme eines Weindorfes, Bodenheim, Hagel und späte Fröste. Das ist das, was die Weinbauer nicht verarbeiten können. Das wird Hexen zugeschrieben. Interessanterweise aber nicht in der Anklage. Also in den Anklagetexten, soweit wir sie noch haben, spielt Wetter überhaupt keine Rolle. In den Geständnissen ist es eine zentrale Eigenschaft, was dafür spricht, dass sich das verselbstständigt hat als Thema. Und sozusagen Nachsatz dazu, in Bodenheim war es tatsächlich nicht das Wetter, sondern gestorben sind vor allem Frauen, die der calvinistischen, kurpfälzischen Hoheit unterstanden und nicht den katholischen Mainzern. Also es ist eigentlich ein Phänomen konfessioneller Ungleichheit, aber es wird übers Wetter sozusagen in die Geständnisse gepackt. Und anderswo sah es wieder anders aus, ne? Aber das Wetter bleibt ein Thema. Okay, das war ja nochmal ein spannender Aspekt über die Hexenverfolgung. Genau. Jetzt hast du hier ein negatives Beispiel gebracht. Zu sozialen Ungleichheiten, gibt es denn auch ein positives Beispiel aus der Geschichte, was du benennen kannst? Ein positives Beispiel würde bedeuten, dass es gelungen ist, mit sozialer Ungleichheit so umzugehen, dass klimatische Veränderungen aufgefangen werden können. Nee. Also was mir einfällt, ist, es gibt bei allen klimatischen Verschlechterungen immer auch Gewinner. Also ich habe jetzt überwiegend Verlierer erzählt. In dieser sehr kalten Phase im 17. Jahrhundert mit der zweiten Welle der Hexenverfolgungen und dann den folgenden Jahrzehnten gibt es in Europa zum Beispiel auch einen Gewinner, das sind die Niederlande. Und wir alle haben schon diese tollen Bilder gesehen, wo man Winterlandschaften sieht, wo immer alle sagen, boah, ist ja klar, das ist die kleine Eiszeit, da ist ja jeder Fluss in Holland ist ja irgendwie vereist,
Diese Bilder sind aber Ausdruck davon, dass die Niederlande ein unglaubliches Geld akkumuliert haben. Das war eben die große Handelsmacht in Nord- und Ostsee, die das Getreide von dort, wo es noch welches gab, dorthin gebracht haben, wo es gebraucht wurde. Die Niederländer hatten quasi eine Seedominanz und haben in einer bestimmten Zeit, wo sie gerade unabhängig wurden, einfach Kohle gescheffelt. Sie hatten einen gewissen, und das ist jetzt schon interessant, sozialen Ausgleich. Also die Ständeordnung war in den niederländischen Städten nicht so ausgeprägt wie in Spanien, Polen, Litauen oder im Alten Reich. Das heißt, in den Städten gab es ein starkes, nicht adliges Stadtbürgertum und auch ein sehr zahlreiches. Und es gab Investitionsmöglichkeiten auch für nicht adlige Niederländer. Also die soziale Annäherung der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen war viel weiter. Und wenn man genau hinschaut, sieht man das auf den Bildern. Man sieht nämlich auf dem Eis, auf diesen typischen Eislandschaften, Menschen aller Gruppen und aller Stände, die nicht unbedingt miteinander Eisstock schießen oder so, aber die alle gleichzeitig auf dem Eis sind. Und das ist insofern auch Teil der niederländischen Selbstbeschreibung und Teil auch der Erfolgsgeschichte in einer sehr ungünstigen Zeit. Das vielleicht mal als ein Beispiel, was ein bisschen ambivalenter ist als das, was ich bisher erzählt habe. Okay, ja. Genau, wir haben jetzt noch eine abschließende Frage. Es kam schon öfters mal, zum Beispiel bei der Stadt, kam zum Beispiel die Frage nach der Lieblingsstadt. Heute haben wir die Frage, was ist denn deine Lieblingsepoche in der Geschichte? Also ehrlich gesagt, die sind alle so geil, dass ich, kann ich nicht sagen. Ja. Also alle. Genau, wie du alle Epochen von der Geschichte geil findest, geht es mir genauso mit den ganzen Vorlesungssitzungen, die hier bei Visions for Climate laufen. Und genau, deswegen freue ich mich auch schon auf die nächsten Wochen, wenn wir nämlich Besuch bekommen von Professor Daniela Trehn aus Leipzig. Wir hatten ja schon einen externen Gast gehabt, Gregor Hagedorn. Und nächste Woche haben wir unseren zweiten externen Gast, der von der ingenieurwissenschaftlichen Perspektive berichtet. Und darauf folgend auch noch die Perspektive der Kunstpädagogik. Also, seid dabei in den nächsten Wochen und genau, euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns.